Was ist der Unterschied zwischen einer Orange und einem Baby? Die Orange ficke ich nicht mehr, nachdem ich sie gehäutet habe. So fick, Alter! Soll ich das drin lassen? Der ist halt eigentlich echt zu gut, aber oh Gott, ist der böse, Alter. Meine Fresse. Was ist denn nur verkehrt bei den Leuten, die solche Witze ausdenken? Bis zur nächsten Folge, wenn wir nicht im Knast sind. Ciao. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Machen wir weiter? Ja, yeah, weiter geht's. Yeah. Weiter. Let's escalate. Let's escalate. Let's escalate! Wir kommen zurück. Ab geht's. Na, wir gehen jetzt durch die Kamera dann nochmal. Ich sage, ab geht die Party und die Party geht ab. Oh, was war denn das für ein Witz? Was dreht sich und schreit dabei? Ein Kind in der Mikrowelle. Ich habe da letztens eine ziemlich gute Zusammenfassung über solche Witze gelesen, aber das ist zu viel für mein Hirn. So viel absurden Scheiß kann man sich nicht merken, ey. Von diesen Kinderwitzen, ja, oder was? Oh Gott. Die gehen echt nicht. Also, die gehen schon. Sind halt deshalb witzig, dann, weil sie so das? Anders als die Kinder. Wie kriegt man 12 Kinder in eine Tasche? Oh, ich will es nicht wissen. Mit einem Mixer. Und wie bekommt man sie wieder raus? Strohhalm. Yeah. Echt? Oh, was ist das aber? So hübsch zu Satanisten-Witze. Das geht gar nicht. Oh Gott. Aber ich meine, warte mal. Was geht mit Satanisten eigentlich? Was ist denn deren scheiß Problem, oder? Ja, die sind ja, ich weiß nicht, ich habe mich, um ehrlich zu sein, noch nie mit diesem Dings beschäftigt, mit Satanisten. Ob die jetzt wirklich Menschen fressen oder nicht, oder umbringen. Nein, also bei manchen richtig krassen Satanisten, Sekten und so weiter, da geht es halt tierisch zur Sache bei diesen Riten. Ja, mit Tieren, oder? Nein, auch mit Menschen. Da werden halt Frauen kollektiv vergewaltigt. Und die Kinder, die dann irgendwann geboren werden, die werden dann halt irgendwie verbrannt und so ein Kram. Wohin noch? Hier? Ja. Echt? Ja. Aber also alle? Oder sind also das auch so mehrere krank. Untergruppen? Nee, ich glaube, das sind halt die so richtig Turn-up machen. Die so richtig ihr Leben feiern. So richtig ausrasten. Also, ich glaube, wir hatten das damals in Ethik oder so. Warte. Was man halt so in Ethik hat. Ja, okay, ist schon wichtig, sich damit zumindest mal beschäftigen. Nee, zumindest gehört zu haben, finde ich. Meinst du, das geht so? Du musst da nicht einen Laser rein? Man muss ja alles mal ausprobieren, damit man weiß, ob es einem gefällt oder nicht. Keine Ahnung. Strohhalm? Ja, da oben ist der Laser. Oh Gott. Ah, okay, dann weiß ich, wie es geht. Wo ist denn der Laser? Ich bleib einfach mal hier, ne? Ja, bleib mal dort. Oh! Ah. Shit. Ach, seid ihr schon hier, oder was? Geil. Ja. Die Kammer habe ich jetzt 1000 Mal gesehen bei den Game Grumps irgendwie, weil die das ewig nicht geschissen bekommen haben. Du meinst wohl bei den Bane Bums? Wir machen doch hier keine Werbung ohne Geld. Du meinst diese Typen, die eigentlich Let's Escalate in Englisch und besser sind? Du meinst nicht das Rip-Off? Mit dem Namen Let's Escalate. Cool, hier seid ihr schon. Dann seid ihr schon über zwei. Dafür brauchen wir so einen Würfel. Und der kommt da raus. Das Ding ist, ich habe okay, halt ich muss also doch da sein. Auch mal geguckt, wer das noch so Let's Played. Also, warte, ich runde bloß hier. Und da habe ich auch diese Folge gesehen. Hey, zwischen stehen in der Luft. Commander Krieger oder so. Ja? Und die sind richtig bad. Mal gucken, wie schnell ihr drauf kommt. Los! Warum fällt er nicht raus? Der ist echt hängen geblieben. Wer jetzt? Oh, los!
Felix. Der ist hängen geblieben. Wir. Sieht man doch. Na, warte mal. Wo ist denn dieser Traktor-Beam? Ich mach mich einfach daneben. Ich benehme mich einfach daneben. Also ihr habt schon mal sehr schnell diesen Raum gefunden, auf den es eigentlich ankommt. Okay, wo ist nochmal der Traktor? Kommt der her? Dort. Der Traktor. So wie halt jeder Traktor klingt. So macht dein Traktor für mich. Komm ich da rein? Nope. Na doch, du musst jetzt einfach nur springen hier nach unten. Nee. Bring hier nach unten. Bring hier nach unten. Hier ist direkt der Traktorbeam. Du kannst immer dein Portal dahin. Wow. Aber das reicht doch nicht, oder? Ah, ich hab ihn! Wie wär's, wenn wir. Wie wär's, wenn du einfach hier einen Traktorbeam hinmachst? Einmal den Scheiß da kann man auch. Der dann automatisch den Wiese auffängt. Verzeihung. Nicht mich. Hast du nicht. Sorry, I'm not sorry. Fuck. Du hast mich damit aufgelesen. Tschüss! Warte! Oh, wärst du da reingefallen, wäre das nochmal gut gegangen. Jetzt mach dir Traktor-Beam. Okay. Ja, ihr seid genauso dumm. Vor allem, was das echt Schlimme ist, diese anderen Let's Player, die ich da gefunden habe. Der eine hat das schon mal durchgespielt und er kriegt es trotzdem nicht geschissen. Ich meine, oh, naja, gut. Kann nicht jeder so gut sein wie Let's Escalate. Ja. Scheiße. Das ist echt so. Du kannst springen, tief. Felix. Ich glaube, du kannst springen, du kommst da noch hoch. Nicht? Ne. Mach dir den einfach ein bisschen höher und du fliegst oder du wirst ja, da automatisch reingesackt. Mach dein Portal ein bisschen höher. Nice. So. GG einfach. Und jetzt werden wir hier zaubern. Aber warte mal, geh mal in Deckung. Sonst ja, ja, ich. Sonst hebt es wieder sich weg. Hm, reicht das? Ne, so auf jeden Fall. Oh, die Frage ist. Achso, der landet jetzt einfach bei mir dann. Und ich muss dir den halt schicken. So, machen wir den erstmal. Oder? Oh! Ich wollte gerade schon sagen, Catch Alter. Catch of the Century. Warte, ich kann das einfach so machen. Du fuck. Nein, dämlicher Fuck! Was machst du denn? Ich hab doch gesagt, ich kann das selbst machen. Naja, aber ich hätte mir doch einfach schicken können. Du hättest an deiner Zelle fangen können. Ich lese echt nicht, wer von euch beiden unproduktiver ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist wahrscheinlich ich. Weil irgendwie fängst du immer irgendwelche Themen an, am Anfang jeder Kammer, dann steige ich da voll mit ein. Ja. Und da weiß ich gar nicht, worum es geht. Und du verpasst immer so, die ersten wichtigen. Bleib jetzt einfach drin, du machst dein Ding. Lass mich nicht nochmal wegtragen. So. Naja, klar. Ich nehme den einfach mit rüber und schick dir den. Ja, dann mach mal. Hui. Kannst du den hier einfach so runterwerfen? Schieß mal ein Portal, ob gerade, ob Schal. Viel Spaß damit! Bin ich sehr stolz auf diesen Reim. Schieß mein Ding. In anderen Noten rein. So, in muss anderen. Shoutouts an Michelle! froh sein, dass sie dich zu sehen. Sie hat sich letztens die erste Folge angesehen, glaube ich. Von was? Von Portal? Nee, von Let's Escalate. Also von Rayman. Von Rayman wahrscheinlich. Oh ja. Oh. Und dann hat sie so gedacht... Eins True Fan. Dann hat sie so gedacht, fuck, das shit. Da gucke ich lieber sinnlos auf meine Wand. Selbst drauf, also Tapete ist irgendwie entspannter. So, warte mal, du hast jetzt noch den Laser, oder? Mhm. Ja, und wir bringen den jetzt. Wo war denn das Laser, Ziel nochmal? Da oben, ne? Da. Da komme ich jetzt hin. Habt ihr schon mal festgestellt, dass es kein geileres Wort als Laser gibt? Lasers.
Alter, du bist so laser. Laser. So, warte mal. Ich mach mir das schon irgendwie zurecht. Huch, ist hier noch eine Wand? Na, nice. Guck mal, voll autonom. Autark, meinte ich. Oh, jetzt hab ich... Aber jetzt brauchen wir halt noch... Hä? Das hat nur nicht, wo ich den Laser hinschießen soll. Weiter runter? Ist hier irgendwas irgendwie? Ich meine, ich kann den Tisch... Doch, da ist was. Noch hier hin. Nein, Micha, guck dich mal um. Oh. Oh. Nein, Micha, so. Guck dich mal um. Guck dich mal nach hinten, links. Na, da muss er hin. Ja, achso, gut, ja, das weißt du schon. Wissen wir doch schon. Ich fahr mir jetzt nicht. Aber der kommt dann auch schräg raus, also... Wir müssen den schon irgendwie gerade feuern. Alter, ihr spielt doch zu zweit, da hinten, Mann. Da hinten, ja, perfekt, Alter, wenn du den da hinten hinkriegst, an die Wand. Da. Ja, aber dann kommt der trotzdem nur schräg. Keine Möglichkeit, den irgendwie... Ja, Felix, aber du hast doch auch zwei Portale. Das meine ja, ich hab die doch schon geschossen. Ich hab schon 10-mal gesagt, ihr müsst halt einfach nur mal gucken, wo ich das andere Portal hinmachen soll. Wo der rauskommt, der Laser. Ja, so dass es gerade kommt. Felix. Weiter unten, weiter unten. Dass er da in die Wand reinkommt. Kann man es auch hier hin machen. Da mal. So, jetzt kommt es gerade in die Wand. So? Ja, das reicht doch schon. Ja. Wow. Jetzt musst du den halt mal noch ein bisschen drehen. Ja, so ist schon perfekt. So, ja, wie kommst du jetzt hierher? Das ist mir eigentlich auch wurscht. Ich fliege! Oh shit, Laser. Juhu. So, die Portale. Also ich kann ja meine Portale nochmal schießen. Ich helfe dir einfach, um hierher zu kommen. Ja. Aber wie? Achso, ich mach dir einfach ein gelbes. Kannst ja deine wegmachen. Kommst du da hinten in das rein? Wenn ich dir hinten schieße? Nee, ne? Na, mach doch eins hier hin. Ich finde, der Vierer und das andere wegmachen. Da links so. Das sehe ich, da komme ich nicht hin. Echt nicht? Fuck. Shoutouts an Franziskus. Was denn? Was denn? Ich bin auch so in das Portal gesprungen, jetzt sind wir beide unten. Oh, warum? Aber warte, wir kommen nur mit meinem Laser dorthin. Vertrau mir. Hey, na war klar. Noch niemals eine gute Idee. Natürlich. So, pass auf, wir springen da jetzt beide rein. Aber nicht zu weit voneinander weg. Und jetzt machen wir das genauso wie eben. Nee, das wird nicht. Doch, das wird was. Oh, oh, Felix. Ja, ich biege jetzt hier ab. Mir egal, was du tust. Und dann hier. So. Und das gleiche mache ich jetzt einfach nochmal mit dir. Das ist eine riesen Idee. Ja. Warte, nein, lass es doch einfach. Oh, du Mongo, ich hätte doch hier reinspringen können. Mach das wieder an die andere Wand. So. Nein, an die hier. Jetzt komm doch einfach hier raus. Nein, mach das doch. Spring da jetzt rein. Okay. Und... Wie das ausgeht, also ihr sehen wisst ja schon, wie es ausgeht, Minute. Das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Tüdelü! Bei Portal 2 auf Let's Escalate, dem besten Kanal, beste, wo gibt im Internet. Tschüss! Guckt unseren Kram, weil so lustig wie die lustigsten sind. Wir fühlen uns so. Wir sind besser als die Rocket Beans, wir sind besser als die Game Grumps, wir sind besser als... Günther Jauch. Günther Jauch. Günther Jauch hat jetzt auch seinen eigenen Let's Play-Kanal. Shoutouts an Gündi. Let's Millionär. An Gündi.